Hallo, hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen mit dem herzerweichenden Sascha. Herzerweichenden? Ja. Ja, okay. Das lasse ich gelten. Und mit dem bebrillten Till. Ja. Stimmt ja auch. Stimmt auch. Ja, genau. Ja, wir sprechen heute über den 30. November und am 30. November haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Sag an. Kennst du Ben Stiller? Ah ja, Ben Stiller. Ben Stiller, berühmter Schauspieler. Richtig. USA, sage ich nur. Hollywood. Und Verrückt nach Mary. Verrückt nach Mary. Kennst du den Typ, der da irgendwie schön. In die Haare. Und dann irgendwie so, die Mary die ganze Zeit den Kram in den Haaren hat. Ja. Weißt du noch, das war... Knaller. Mary hat doch irgendwie die ganze Zeit so diese die Locke so nach oben. Und das war durch das Sperma von Ben Stiller. Die haben auch das Original-Sperma genommen von Ben Stiller. Natürlich. Und der hat aber auch so Filme gemacht wie Meine Braut und ihr Vater und ich. Die sind auch sehr schön. Nachts im Museum. Der erste war okay. Aber der erste war okay. Ich glaube, es gibt drei insgesamt oder vier, ja, weiß ich nicht. Ja, und die nachfolgende Teile sind nicht. Rotz, ja. Nachts im Museum, weiß nicht so genau. Aber der hat da, glaube ich, auch gespielt bei den Royal Tenenbaums. Kann sein. Royal Tenenbaums, super geil. Kann man sich angucken. Aber die restlichen Filme... Er hat auch Gastrollen gehabt bei King of Queens, wo sein Vater mitgespielt hat. Ja, ja, der Vater von Ben Stiller spielt da, aber ich gucke nicht King of Queens, habe ich nie gesehen. Naja, also er hat da Gastrollen gehabt und aber er hat ich quasi... Guck's, aber ich guck's nicht. Ist doch egal, lass mich trotzdem jetzt angeben hier. Und er hat quasi dann... Aber ich guck's ja nicht. ...den Vater für seinen Vater gespielt. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber... Fans wissen, was ich meine. Der Ben Stiller ist doch jünger als der. Ja, aber es ging dann immer so in, ach so, in Rückschau. Rückblende. In eine Rückblende und dann war er quasi der Vater seines Vaters. Nette Idee, aber ich guck's ja nicht. Ja, da hast du was versäumt. Egal. Am 30. November haben wir aber auch einen besonderen Fakt. Ja, und zwar hat die RAF zugeschlagen 1989. Ein ernstes Thema. Ja. Mit einem Bombenattentat, das leider auch ein Opfer hatte, und zwar den Banker Alfred Herrhausen. Das war am 30. November. Das war am 30. November. Am 30. November ist auch Nationalfeiertag in Schottland. Heute ist St. Andrew's Day. St. Andrew's, sagt ihr was? Nein. In St. Andrew's ist eine Hochschule. Da ist der, wie heißt der? Wie heißt denn der Sohn von... Braveheart, keine Ahnung. Nein, der Sohn von der Diana. Wie heißt der nochmal? Wie heißt denn der jetzt? William Harry. William. Der ist da zur Schule gegangen, in St. Andrews, so nebenbei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das wird natürlich, der Nationalfeiertag ist natürlich von weit vorher. Auf jeden Fall, am 30. November ist in Schottland Nationalfeiertag. Ist doch egal jetzt, Mensch. Mach mich nicht kirre. Ja, okay. 30. November, was haben wir da noch? In Malmö, also in der Nähe von Malmö, ist ein Atomreaktor stillgelegt worden. Und zwar war das 1999 Barsebäck stillgelegt. Das sind immer so ernste Themen heute. Ja. Gibt's doch gar nicht. Ich bin halt auch, sag ich mal hier, für den ernsten Persönlichkeit Part. Für den ernsten Part. Ja, ja. Warst du schon mal in Malmö? Nein. Malmö hat so eine ganz, ganz lange Brücke, so nach Dänemark rüber. Ewig. Also so weit kannst du gar nicht gucken, so weit. Die Brücke übers Meer. Ist ja auch schon ein Stückchen. Ja, deswegen ist die Brücke ja so lang. Wenn die Brücke... Kürzer wäre doof. Nee, wenn die kürzer wäre, ja, aber wenn das Land näher dran wäre und die Brücke wäre trotzdem so lang, wäre es auch bescheuert. Ja, wäre auch doof, dann wäre es ja schon wieder... Die Brücke ist so lang, weil es halt ein Stückchen ist, da hast du schon recht. Ja. Ja, aber das muss man ja nicht erwähnen. Ja, du hast es doch erwähnt. Wir können uns die Folge nochmal angucken und da können wir gucken, wer zuerst gesagt hat, es ist ja ein Stückchen. Ja. Das war nämlich total Banane, was du da reingebracht hast gerade jetzt. Ja, da könnte ich mich gerade aufregen. So, das war der 30. November, der geht jetzt ein bisschen ungünstig auseinander, wir beide hier. Aber ist ja wurscht, ja. Weil morgen ist zum Glück ein anderer da. Anderer. Heini. Also, wir sehen uns wieder morgen. Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Habe ich mehr Spaß.